Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, ich bin hier immer noch am Verzweifeln wegen, hier, wie ich hier weiterkomme. Wer ist denn der Dude nochmal? Karim. Das ist Karim. Und ich weiß jetzt nicht, welches jetzt meine Hütte sein soll. Ist das hier jetzt vielleicht meine Hütte? Ich bin's mir nicht sicher. War doch klar, dass das... Oder ist das hier meine? Mit diesen Wanzen. Ne, ich würde hier wirklich gerne mal eine Hütte übernehmen. Irgendwo einziehen können oder so. Der letzte Scheiß. So, da haben wir Mordrak, aber dem können wir jetzt erstmal nur was verkaufen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, was hat der hier? Zähne, Becher, Schlüssel, Fackel, Erzbrocken, Dietrich, Essenz heilender Kraft, Brot, Reisschnaps, Knüppel. Schaden, benötigte Stärke 5, Einhandwaffe und Wert 2. So, was haben wir hier? Rostiges Schwert und... So, dann noch eine Spitzhacke. Dann haben wir hier Pfeile. Rüstung haben wir nichts. Magie haben wir nichts. Artefakte. Nahrung lassen wir mal. Schriften. Verschiedenes. Da haben wir Münzen. Noch eine Fackel. Dietrich und Erzbrocken. Ach, ein paar Erzbrocken haben wir. Gut. Ja, annehmen. Sonst mache ich jetzt erstmal mit dem noch nichts. Oh, Pfanne. So. Brutzeln wir erstmal noch ein bisschen. So, von den Scavengerfleisch. Ah, wir haben jetzt nichts mehr. Okay. Ich würde aber gerne, wirklich, wirklich sehr, sehr gerne mal ein bisschen hier Erfahrungspunkte sammeln, ein bisschen mehr. 270, wir haben mehr als die Hälfte geschafft für den ersten Level. Sketty. So, wo haben wir... Ah! Hier, Matt. Da rennt er schon wieder. Ja, Matt. Hau ab. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du laberst mir zu viel. Da vorne hatten wir die. Ich würde dann hier nochmal ein Save Game machen. Jo, schnell weg. So, bleiben die jetzt weg? Jo, geil. So, wo haben wir hier Essen? Und nochmal ein. Das müsste jetzt reichen. Dann können wir den nächsten da. Autsch. Wir haben es geschafft. Boah, geil. Essen wir jetzt eben nochmal schnell. So. Nehmen wir mit.
So, das Rappes nehmen wir auch noch mit. Und dann schauen wir mal, was wir hier finden. Höllenpilz. Und noch ein Höllenpilz. Jo, ich will den mitnehmen. Okay, mehr haben wir hier nicht. Der hat auch nichts mehr. Aber wir haben die Erfahrungspunkte dafür mitgenommen. Es fehlen uns nur noch 80. Nice, immerhin hat das was gebracht. Ja, komm, wie? Ich würde mal sagen, wir sehen uns hier nochmal um. Vielleicht finden wir noch irgendwo, irgendwen. Zum Kaputthauen oder so. Denn mir wäre schon wichtig, dass wir hier ein paar Skills mehr schaffen. Da haben wir einen einzelnen Scavenger. Das sind auch dann nochmal 50 Punkte. Wenn wir den erledigen. Ein Orkblatt. So, dann machen wir hier jetzt auch nochmal ein Safe Game. Dann schnappen wir uns den. Ich hoffe, wir überleben das. Jo, wir haben es geschafft. So, und mitnehmen. Und hier nochmal essen. Und jetzt nochmal. Was können wir noch essen? Jo, das gibt auch nochmal 6. Dann machen wir hier auch wieder. Wir haben es überlebt. Okay, und hier Waldbären. Altes Schwert. Nochmal Waldbären. Da sind Goblins. Ich gehe mal voraus, dass das Goblins sind. Noch ein Becher und eine Spitzhacke. Können wir alles noch verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir gegen die Goblins da ankommen können. Warte mal. Die sehen ein bisschen zu stark für uns aus. Die könnten wir vielleicht noch schaffen. Der hat uns schon im Visier. So, machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. Dann riskieren wir es mal gegen den ersten, aber wir gehen unten rum. Dann schauen wir mal, ob wir stark genug gegen den sind. Jo! Nee, schnell weg! Die sind zu stark. Scheiße. Okay, die gehen auch schon wieder zurück. Ja. Habe ich jetzt ein bisschen anders erwartet. So, müssen wir mal doch wieder ein bisschen was essen. So, Höllenpilze. Was gibt das? Reisschnaps? Ich habe keine Ahnung, was die bringen. Okay, das hat uns aber wieder Gesundheit voll gemacht.
Gegen die sind wir noch nicht stark genug. Uns fehlen aber nur noch 30 Punkte für den ersten Level. Dann ist jetzt die Frage, was müssen wir machen, um diesen Level jetzt zu bekommen? Beziehungsweise, warte, wir haben ja jetzt neue Waffen. Eine neue Waffe gefunden. Altes Schwert und... Achso. Nehmen wir den hier dann. Und verkaufen. Und verkaufen den anderen da. So, dann suchen wir nochmal Mordrang. Wie hieß der? Mordrang. Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen suchen und es uns gemütlich machen? Digga. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Verpiss dich. Willst du einen Moment allein sein? Kann ich verstehen. Ich halte mich im Hintergrund. Nee, du sollst weggehen. Alter. Absolute. Komm. Ja, geh da, genau. Geh einfach weg. Ah. Was eine Nervensäge. Ich würde den gern wirklich loswerden. Warte mal, was steht denn da? Der ist ein bisschen heller auch. Also hatte ich gedacht gehabt, das wäre jetzt irgendwie irgendwas. Vielleicht ist das für mich die Hütte, keine Ahnung. So, da haben wir wieder Mordrang. Mordrak. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, ich habe selber was zu verkaufen, also... genau. Ich glaube, Erz brauchen wir selber. Hier können wir das verkaufen. Mana-Bonus. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich jetzt Mana brauchen werde. So, das Schwert kann ich verkaufen. Eine der Spitzhacken. Und er hat jetzt hier nichts, was ich brauchen könnte. Ach, Schüssel, nicht Schlüssel. Achso, der hat hier die Sachen, die ich ihm verkauft habe. Okay. Lass uns lieber über was anderes. So. Wo führt dieser Weg hier hin? Hier sind wir auch noch nicht entlang gelaufen. Und hier ist auch so viel... zu sammeln, wie ich jetzt gerade sehe. Sklavenbrot. Okay, hier können wir so viel sammeln. Da haben wir wieder Scavengers. Ist die Frage, da in der Höhle ist jemand? Kommen wir da hin, ohne drauf zu gehen? Würden wir das überstehen, wenn wir da hingehen? Was haben wir da? Ich würde es mal riskieren. Dann speichern wir jetzt hier nochmal. Schnell weg. Ganz schnell. Ein bisschen Abstand sammeln. So, wo haben wir Essen? Hier.
So, und nochmal. Nein! Okay. Spiel laden. Diesmal schaffen wir es. Denn ich will da rein, weil da jemand liegt. So. Nein! Oh, das war jetzt zu schnell. Okay, neuer Versuch. Ich brauche einen Bogen. Ein Bogen wäre jetzt nützlich. Nein, den habe ich jetzt nicht erwischt. So, du kommst her. Jo! Wir haben es geschafft. So, sein Fleisch nehmen wir mit. Dann haben wir... Wo hatten wir das? Jetzt hier. Sklavenrot. So, dann können wir hier jetzt nochmal ein Safe Game machen. So. Nochmal gegen den da. So. Yo, nein! Aber wir haben gespeichert. Wir hatten gespeichert gehabt. Das heißt, das können wir hier nochmal machen. So, warum haben wir den einen nicht erwischt? Yo. Okay, jetzt eben nochmal schnell den Sklavenbrot schnabulieren. So, dann können wir den hier looten. Den hier looten. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. So. Was haben wir hier? Toter Gardist. Oh, geil. Und Amulett des toten Gardisten. Der Name Neck ist auf der Rückseite eingraviert. Schutz vor Waffen 5. Alter, was? Behalten wir. Wo finden wir das? Verwitterte Axt. Heilkräuter. Nachtschatten. So. Jetzt Erfahrung 620. Nächste Stufe bei 1050. Lernpunkte haben wir jetzt 10. Stärke haben wir 10. Geschick haben wir 10. Yo. Gibt's hier noch irgendwas in dieser Höhle? Kann ich seine Rüstung kann ich jetzt nicht anziehen, ne? Das wäre jetzt zu schön gewesen. War aber nice, das haben wir jetzt geschafft. So, jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt... wo waren die... Da war die Richtung. Gehen wir jetzt auf Stärke oder Geschick? Also ich würde eigentlich lieber gerne auf... Hey du! Dich habe ich hier noch nie gesehen! Hey, das ist kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Jo, alles klar. So, aber das eine Ding behalten war. Wenn du meinst. Mal gucken, was wir... wir hatten noch irgendwas noch eingesammelt. Warte mal. Artefakte. Magie, Rüstungen. Schon sein. Waffen. Ist noch klar, dass das Ärger gibt. Verwitterte Axt. Ich dachte, das wäre sein. Das ist aber... Oh, das ist Einhandwaffe. Einhandwaffe. Oh, wahrscheinlich durch. Okay. Seine Haut. So. Dann kann ich ihm
Zeig mir deine Ware. Das verkauft ja was ich nicht brauche. Nein, aber wen interessiert das? So. Kann ich ihn verkaufen. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Ach komm, ich kann ihm das alte Schwert verkaufen. So, und das war's dann. Ja. Und dann kann ich hier nochmal den Rest hier brutzeln. Ich habe davon ja noch einiges. Wir haben ja genug Fleisch auf Tasche. Hier nochmal. Ja, wir haben schon auf jeden Fall sehr viel Fleisch auf Tasche. Aber gekocht bringen die ja ein bisschen mehr was. Deswegen kochen wir die ja alle. Roh bringt das nicht viel. Ich hätte jetzt aber wirklich gerne eine neue Rüstung. An sich. Aber okay, wir müssen uns erstmal so oder so hocharbeiten. So viel dürfen wir jetzt nicht mehr haben an Fleisch. An rohem Fleisch. So, Essen. Ach, zwei haben wir noch. So, und der hier noch. Okay, das war's. Obwohl, ja, wir könnten eigentlich mal kurz zu Diego gehen. Oh, es fängt an zu regnen. Ich würde lieber bei Diego Stärke machen, als bei Fingers hier Geschick. Auch wenn ich eigentlich lieber einen Dieb spiele in den meisten Games. Aber bei so alten Dingern, alten Spielen, bin ich dann doch lieber eher mehr dann Richtung Krieger. Du bist wie ein großer Bruder für mich. Ach, bestimmt halt's nicht. Steck die Waffe weg! Ah, ein Kampf! Also irgendwann ist er tot. Ich sehe schon. Irgendwann sind wir modlos. Ich halte mich da lieber. So, Diego? Diego. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie mir geben? Wo fände ich die alte Mine? Was ist mit den beiden anderen Lagern? Erzähl mir etwas über die Barriere. Kannst du mir was beibringen? Da. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Oder deine Kampfkraft zu steigern. Jo, dann machen wir Stärke plus 5. Und. Ja, komm, machen wir auch mal Geschick plus 5. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja. Mach's gut. Alter Mut. So, wo haben wir jetzt Stärkung geschickt? Sind wir bei 15. Nice. So, Lebensenergie auch schon bei 52. So, dann machen wir hier nochmal ein Safe Game. Beziehungsweise wir können Diego jetzt mal nachfragen. Wie sieht's aus mit meinem... Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und?
Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karin herausfordern wirst. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Bei der Mordrak-Sache hast du einen ganz schönen Brocken als Auftrag angenommen. Er ist kein schlechter Kämpfer. Du solltest einigermaßen trainiert sein, wenn du ihn schaffen willst. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Okay, alles klar. Mach's gut. Ich würde aber noch weiter irgendwo raus in die Welt gehen, ein bisschen skillen. Vielleicht können wir auch... Boah, wir riskieren das mal. Und treten gegen die beiden da schon mal an. Suchen wir mal. Steck die Waffe weg! Kluges Kerlchen. Okay. Können wir den wegnehmen? Den Kochlöffel können wir auch noch wegnehmen. Oh, ein Becher. Ich hab... Gehen wir mal ein paar Schritte. Die sind ja immer noch hinter mir, ja? Können die beiden mir helfen? Bleib hier, du Feigling! Jo, dann essen wir mal ein bisschen. Was, au, ein Apfel? Wo haben wir den Apfel her? An der Geschichte. So, der eine Dude, der ich hier immer war, ist weg, ja? War es er? Ja, komm, machen wir jetzt. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. So, hoffentlich schaffen wir das. Das ist wirklich nice. Nee, wir haben jetzt... einen Fehler gemacht. Die sind jetzt zu dritt dann. Ab jetzt. Jo, so geht's auch. Ein Kopf, der hat genug. Jo, alles klar. Und nochmal Erfahrung plus 20. Oh. Ich konnte die jetzt so umbringen. Ja, alles klar. Aha. Nehmen wir mal alles mit. Knüppel nehmen wir auch mal mit. Looten wir den hier auch. Der hat auch noch einen Apfel. Da können wir jetzt... Oh, was haben wir hier? Nagelkeule. Das wird dir noch leid tun. Langsam, langsam. So, und... Yo, eiskalter Killer. Nice. Noch mehr Sachen zum Verkaufen. So. Jetzt bin ich aber neugierig, ob wir hier jetzt ein Verbrecher sind oder nicht. Ne, sind wir nicht. Da ist der Dude. Okay, Grimm. Warte. Bevor wir da ihm nochmal hinterher gehen, essen wir mal den Apfel. Und machen vielleicht nochmal so. Hä? War nicht besonders schlau. War doch klar, dass das so, wie wird er jetzt reagieren, da wir seine Leute da schon abgemurkst haben?
So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Wir sollen dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Hm? Aua. Noch einmal und du kannst was erleben. Okay, jetzt müssen... Nein, nicht speichern. Nicht speichern. Zurück. Spiel laden. Wenn du meinst. So, dann riskieren wir das noch einmal. Er ist der Stärkere von den dreien. So, wie sieht's hier aus? 670. Wo ist er hin? Ach, da hinten. Ja, komm. So. Steck die scheiß Waffe weg. Digga, du Glück bist... gehabt. Steck die scheiß Waffe... Autsch, nein. Noch einmal und du kannst was erleben. Okay, das werden wir erstmal so nicht schaffen. Gegen den. Der ist mir noch zu stark. Aber wir können es mal versuchen da hinten. Ja, du kannst erwarten, Grimm. Gegen die anderen beiden Scavengers, die hier vorne sein sollen. Weil die Punkte, die brauchen wir. Und ich glaube, wir sind jetzt, da wir jetzt ein bisschen stärker sind, und das eine Amulett auch noch tragen. Jo. Alles klar. So. Und hier auch nochmal. Hä? Den hier. Die haben da auch noch jemanden gekillt, hä? So eine Mücke. Eine Blutfliege. Flügel, was macht denn das? Ja, können wir verkaufen. So, was sagen unsere Skills jetzt? 770. Ich glaube, gegen Grimm können wir aber jetzt erstmal noch nichts machen. Da sind wir immer noch zu schwach für. Und gegen Mordrak sind wir auch wahrscheinlich noch zu schwach. Wenn Grimm schon zu stark für uns ist, bringt das uns noch nichts. Okay, Wassereimer können wir auch nichts machen. Und es wird schon wieder dunkel. Ist das hier vielleicht unser Haus? Also ich hoffe es, dass das hier vielleicht unser Haus sein könnte. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. So, was man hier nicht alles tut, um Schatten zu werden. Und wie lange das dauert, um überhaupt erstmal die Skills zu haben. Schon krass. So, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, was haben wir hier? Kochlöffel können wir verkaufen. Die Becher können wir verkaufen. Fackel. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ja, komm, wir brauchen die Fackeln nicht. So. Laute brauchen wir auch nicht.
Das hier brauchen wir nicht. So, was haben wir noch? Hier haben wir sehr viel. Und wieder was zum Kochen gleich. So, was haben wir da? Eine Nagelkeule. Können wir abgeben. Dann eine Spitzhacke können wir abgeben. Dann Knüppel können wir abgeben. Und die Pfeile können wir abgeben. So. 53 Gold. So, immerhin haben wir jetzt ordentlich was an Kohle beisammen. So, wo haben wir jetzt Essen? Brot haben wir. Und Nachtschatten. Lebensenergiebonus. So, dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Ich würde aber schon gerne lieber hier erstmal drumherum laufen und den einen oder anderen da einfach mal abmurksen, um auf die Punkte zu kommen. Dann können wir auch hier nach... Wo kommst du denn her? Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich jemanden gefunden hast, der dich versteht. Ich komme aus Korinis. Warst du schon mal dort? Ist ja eigentlich auch egal. Korinis, da freue ich mich schon drauf. Gothic 2. Da mal hinzukommen. So. Aber da es jetzt dunkel wird, würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.